Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Nach bestimmt 10 Minuten Recherche habe ich jetzt endlich rausgefunden, wie man in Rusty Bucket Bay kommt, wo ich schon die ganze Zeit hin will. Wir müssen nochmal in den Mad Monster Mansion Eingangraum und nicht in den Puzzleraum. Das habe ich wohl falsch verstanden. Ich habe zum Glück einen Forumbeitrag gefunden, der das genau angegeben hat, wie das funktioniert. Und nicht, wo die Leute schon davon ausgegangen sind, dass man das Wasserlevel tatsächlich erhöht hat. Weil das hatte ich noch richtig in Erinnerung, das müssten wir auf jeden Fall machen. Shit! Wieso bin ich da runtergefallen? Also das in der Wasserlevel müssen wir auf jeden Fall machen, nur ist der Schalter komplett woanders als da, wo ich dachte. So, wieso spiele ich denn jetzt gerade wieder so scheiße? Ich muss den Controller anders halten, damit mein Daumen sich das richtig merkt. So. Okay, jetzt haben wir es. Da sind wir jetzt gleich. Wir müssen auch nochmal in Mad Monster Mansion selbst rein, weil wir müssen wieder zum Kürbis werden. Ich glaube, wir müssen auch vorher noch was in irgendeiner dieser Gruften machen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen suchen. Ah, dieser Gegend hier ist viel zu groß. Viel zu groß, da kann man kaum was erkennen. So. Ein großes Riesengrabstein. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. So, das müssen wir kaputt machen, genau. Und da vorne dürften wir dann, genau. Da ist aber ein kleines Loch. Da können wir jetzt wirklich nur mit dem Kürbis hinein. Meine Güte. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich mir dieses Tor angesehen habe am letzten Mal. Und ich habe auch versucht, es anzugreifen. Oder hat das nicht geklappt? Na, jedenfalls müssen wir jetzt nochmal die Mad Monster Mansion am zum Kürbis werden können. Und der letzte Part, das ist leider ein Fail-Part, weil es bis auf einen Jiggy, der sich eingesammelt hat, passiert da ja nicht wirklich was. So, man wird Jumbo war bei der Kathedrale, oder? Und die war hier links? War sie rechts? Ach du meine Güte, ist das wieder lang her. Kommt davon, weil ich das Spiel immer nur alle paar Wochen aufnehme. Ich müsste ein anderes Spiel, das aktueller ist, müsste ich eher aufnehmen. Ich bin total falsch, das weiß ich. Irgendwo hier ist die Kathedrale. Ah, genau, wieso ist denn der das Tor wieder zu? Naja, kein Problem. Und schon kaputt. Und hier ist auch Mambo. So schnell zum Kürbis werden. Wir wollen schließlich uns nicht so lange hier aufhalten. Gott, das habe ich total vergessen. So, Mambo, bitte verwandle uns mal. Ich trinke währenddessen einen Schluck. Ich habe gesagt, verwandeln. Oh, weil ja, wir haben nur 11 Schädel. Wir brauchen auf jeden Fall noch 14 Schädel für die letzte Welt. Ob wir die alle finden? In der letzten Welt? Irgendwie ist hier gerade was komisch. Ah, endlich. Also, ob wir die alle finden in der vorletzten der letzten Welt? Eins ist wenigstens, beruhigt mich, dass ich durch Zufall ja mal entdeckt habe, wo die letzte Welt ist. Die hätte ich mir sonst auch den Wolf gesucht. Ja, aber das ist fies, was ich sagen. Das Tor sieht so aus, als ob man da nichts machen kann. Sieht wirklich total danach aus. Als ob das einfach nur Dekoration ist. Ich dachte eigentlich auch, dass ich mir das angeguckt hätte, oder war das ein anderes Tor? So, da ist das Tor. Also, das jetzt nicht mehr da ist. Da ist der Eingang. Verschwinde, du Grabstein. Wir können uns das Kürbis nicht wehren. Der andere Typ ist auch wieder da, nehme ich an. So. Ab in die Gruft. Und hinein. Ja, und seltsamerweise befindet sich Mambo hier, den wir bereits hören. Da ist noch ein Geist. So, erstmal zurückverwandeln, bitte. So. Wo ist denn der Geist? Ah, hier. Verschwinde, bitte. So, ich habe hier kaum noch Wunderfedern übrig. Okay, jetzt den da kaputt machen. So, den da haben wir gesucht. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch endlich dahin. Gott, dieser Halter ist super fies versteckt. Ich hätte ich jetzt, muss ehrlich zugeben, den hätte ich nicht gefunden, weil ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, nochmal bei Mad Monster Mansion nachzugucken, ob dort noch etwas ist. Ich dachte, hier wären wir fertig. Okay, man muss bitte nochmal einen Kürbis verwandeln. Was ist? Kürbis machen Mambo Hunger. Ich mache einen Kochtopf fertig. Ich gehe.
Die wollen nicht gekocht werden. Oh, Pflanzen haben Gefühle. Okay, gut, jetzt können wir endlich mal diese Welt freischalten. Weil der letzte Vorhang fällt, für Statisten gibt es kein Geld. Ich kriege eh kein Geld. Ich mach das alles von meinem eigenen Gehalt hier. Ich mach das ja auch nur so zum Spaß. Und zum Rumfehlen. Meine Güte, ich würde den letzten Part gerne nicht hochladen, aber leider wird dort gezeigt, wie ich seine Jiggy einsammle. Naja, das ist dann ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Immerhin habe ich mir diese drei Räume sehr genau angeschaut. Ich hasse diese Kamera. Nee, die ist wirklich zum Kotzen. Okay, vorsichtig hier vorbei am Gobi's Valley. Puzzelte Bild. Wir wollen jetzt wieder dahin, wo wir ja die ganze Zeit schon waren. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir waren noch nicht mal beim schwierigsten Puzzleteil überhaupt im ganzen Spiel. Allein die Challenge, dieses Bild zu finden. Wie gesagt, das Bild zu finden wäre kein Problem gewesen. Das Problem war, wo war dieser Schalter fürs Wasser? Ich hätte schwören können, dass der nämlich woanders ist. Dass der sich beim Headmaster Mansion-Eingang befindet, sagt, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen und ich hatte es auch total vergessen. Aber ich glaube, jeder hat mal solche Totalaussetzer. Und wie gesagt, das letzte Mal spielen ist recht lang her. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr darauf gekommen wärt, den Schalter dort zu suchen. So, ja, hier ist das Wasser jetzt hoch. Ab in den Tunnel. Jetzt können wir dann nämlich nach oben. Endlich. Dort können wir dann nämlich das Puzzlebild finden. Das wir schon die ganze Zeit suchen. Und wir dürfen auch möglich sein, das letzte Cheeto-Buch zu finden. Aber wir sind ja schon so lange in Grantis leer. Ich möchte dann lieber gleich... Na komm. Dann lieber gleich die Rusty Bucket Bay aufsuchen, sobald wir das Bild freigeschaltet haben. Komme ich da hoch? Schauen wir mal. Nee, das schaffen wir nicht. Wir müssen aber dieses Schiff jetzt hoch. Okay. Und zack. Hier sieht man es noch nicht frei. Hier auch nicht. Hier sind Teile aus Clankers Cavern. Aha, hier kommen wir dann weiter. Hier sind jedenfalls rote Federn, die mir aber herzlich egal sind. Hier sieht es besser aus. Hier ist ein Kessel. Ah, wir haben wieder zwei. Sehr schön. Okay, dahin müssen wir. Zu dieser Rare-Kiste. Und nochmal. Nochmal hoch mit dem Wasser. Jetzt kommen wir nämlich endlich an diesen Eingang, den wir gesehen haben. Dass man das machen musste, da konnte ich mich noch dran erinnern. Ich habe das Gefühl, es sollte auch irgendwo ein Mambo-Schädel zu sehen sein. Glaube ich, irgendjemand beschrieben, als ich das recherchiert habe. Aber ich sehe keinen Mambo-Schädel. Vielleicht hatten wir ihn dann auch schon eingesammelt. Wir waren ja schon mal hier gewesen. Hier müssen wir jetzt jedenfalls endlich das Bild finden. Und hier ist er nicht. Aber hier können wir langen. Huch. Ja, endlich, da ist es. Das hat gedauert. Ich kann nichts weiter sagen als fettes Sorry, dass ich das einfach nicht gecheckt habe. Aber man kann es mir auch nicht verübeln, weil das war wirklich sehr fies gewesen. So, dann wollen wir jetzt mal zum Schiff. Wir müssen jetzt gleich tauchen, denke ich. Jawohl. Man könnte jetzt denken, dass Rusty Bucket Bay ein, na toll, da kommen wir ja gar nicht lang. Ein Wasserlevel ist. Aber eigentlich ist es kein Wasserlevel. Mehr so ein Schrottlevel, würde ich mal sagen. Es hat nämlich irgendwie was von Schrottplatz. Aber das werdet ihr gleich selber zu sehen bekommen. Wenn ich nicht wieder so schön in die falsche Richtung schwimme. Ja, die Bienen. Entschuldigt. Ich hab grad voll was im Hals. Voll verschluckt. Ich glaube, es ist besser. Meine Macht ist so geballt und das ist uns völlig egal. Verdammt, sie hat schon gesagt. Wir gehen jetzt nämlich hinein. Endlich.
So, hier kann man sehen, der meiste Teil des Levels findet auf diesem Schiff statt. Und es gibt ein paar äußerst fiese Sachen hier. Eine der fiesesten ist das Wasser um das Schiff. Da werden wir sicher noch reinfallen. Und dann wird es auch gleich von mir erklärt werden, aber jetzt erstmal nicht. So, können wir da hoch? Ich glaube, wir müssen mit Kasumi sein. Jetzt gucken. Zurück. Nee, das können wir nicht einstampfen, weil wir fallen sofort. Natürlich könnte ich eigentlich gleich. Ah ja, die TNT-Kisten, die habe ich ganz vergessen. Das wollte ich jetzt eigentlich. Wir hätten gleich aufs Schiff laufen können, aber ich wollte mich jetzt erstmal hier außen umsehen. Und wie immer, wir sammeln die Noten, die wir sehen, zwar ein, aber es ist nicht unsere Hauptpriorität, weil wir wahrscheinlich irgendwann mal ins Gras beißen. Und was soll diese Kamera? So, diese Kisten im Wasser da sind wichtig. Aber gerade scheint es am besten zu sein. Achso, natürlich die Start, damit wir hier hochspringen können. Gerade scheint es am besten sein, wenn wir wirklich das Schiff betreten. Anstatt uns hier außen umzuschauen. Weil ich ja sagen muss, die Musik in diesem Level, die finde ich klasse. Und zack. Dann haben wir schon den nächsten Noten. So, die Schwimmreifen da sind Gegner. Was soll das denn? So, jetzt sind wir im Wasser. Tauchst du in diese Soße ein, verlierst du sehr schnell Luft. Wie fein. Schon allein das Schwimmen in diesem Wasser lässt uns die Luft ab. Ihr seht ja, wie verölt das ist. Und wenn wir hier tauchen, verlieren wir sie doppelt so schnell. Das heißt, wie viel war das? Alle 30 Sekunden. Wieso klappt denn das nicht? Du gehst mir langsam echt auf die Nerven, du Schwimmreifen. Ich drück ganz sicher die B-Taste für den Schnabelsprung. Und der trifft uns die ganze Zeit. Das ist jetzt. Okay, wir müssen Zoll bezahlen. Zoll? Zwei Stück. Ey. Okay. Ja, für die Brücke. Okay, aber wir wollten jetzt eigentlich mit dem Schwimmreifen uns vergnügen. Der uns ja die ganze Zeit fertig macht. So. Diesmal nicht. Es gibt's nicht. Also, das wird ja auch mal Zeit. Jedes Mal hat er getroffen. Okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Energie. Dann wollen wir jetzt umschauen. Hier gibt es jede Menge Eier, die eigentlich nicht so wichtig sind. So kriegen wir die auch kaputt. Man kriegt nämlich nicht jede Kiste kaputt, wie ihr sicher schon festgestellt habt. Das kriegt man irgendwie auf, das weiß ich auch noch. Davon haben wir wieder Brückenzoll. Wir können hier jedenfalls hochklettern. Jedenfalls müssen wir auch nur in den Maschinenraum und das gehört auch mit zu dem schwersten Jiggy im Spiel. Wieso geht Banjo denn nicht allein da hoch? Sehr gut, wir haben hier einen Mambo-Schädel. Irgendwo gibt es hier doch bestimmt noch eine Leiter. Oder auch nicht. Okay. Dann schauen wir uns jetzt hier mal um. Was ist denn mit euch geworden? Oh, du bist dein Gegner. Bin ich dich eigentlich tot? Ich will gucken, ob ich dich hin. Nee. Okay, wir hören jetzt auf, uns erledigen zu lassen. Hier geht's in ein Rohr. Da können wir bestimmt hochklettern. Irgendwas geben tut's nicht. Nehmen wir mal die Noten mit und fallen wieder ins Wasser. Wir müssen uns irgendwo retten und gucken, wo es lang geht. So. So, da unten seht ihr es schon. Das hier wird das schwerste Jiggy im Spiel. Da sehen wir, wo es ist. Es ist hinter der Schiffsschraube. Da kommen wir allerdings noch nicht ran. Das müssen wir erst noch frei machen. Und das ist alles mit einem Timelimit versehen. Einem äußerst knappen Timelimit. Und wenn man an diese Schiffsschraube gerät, ist das ein Insta-Death. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Und da, wo man die Schiffsschraube freischaltet, das ist ein verdammt schweres Gebiet. So, wenn die Kamera hier nicht immer so rumbocken würde, wäre mir das sehr, sehr lieb. Deswegen mag ich dieses Level nicht. Das ist fürchterlich. Wir haben noch nicht mal ein Jiggy entdeckt. Wir haben ja ewig gebraucht, um es überhaupt zu entdecken. Ich habe das Gefühl, man kann auch irgendwie hier in diese Bullaugen rein. Mal gucken, kriege ich einen auf? Nicht in diese. Man kann auf jeden Fall diese Rohre betreten, wenn sie keine Zähne haben. So, schauen wir mal.
Hoppla, das war ja die Dynamitkiste. Ich glaube, wir beißen schon bald ins Gras. So, nehmen wir mal unsere Honigwabe mit, unsere wohlverdiente. Du bitte auch. Von euch lassen wir euch nicht treffen. Wie blöd. Nein, Bendo. Wir wollen darüber fliegen. Oder ja, flattern. Ey, das gibt's doch nicht. Eben haben wir ganz sicher getroffen. Wieso funktioniert denn dieser blöde Schnabelsprung immer zur Hälfte nicht? Ich habe das Gefühl, der muss echt früher eingesetzt werden. Aber jetzt klappt gar nichts mehr. Konzentration jetzt, ganz, ganz ruhig. So. Und dich nehmen wir bitte auch mit. Okay, das waren nur ein paar Noten. Aber ein Jiggy gab es hier drin nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass es hier die Noten gibt. Ich möchte hier bitte hoho. Kriegen wir es hin? Ja. Und wieder hinein. Ein recht jiggyloser Part. Du bist bestimmt einer von denen, die, jawohl, Augen bekommen. Ja, die sehen zuerst wie normale aus. Mal die Bullaugen, ich habe das Gefühl, die zerstörbaren, die kann man irgendwie erkennen. So, wir wollen jetzt versuchen, an diesem Rohr vorbeizugehen. So, genau. Das ist ein zerstörbares Bullauge. Hinein mit uns. Die dürfte auch Matrosen und so geben. Wo seid ihr denn? So, du hältst mehr aus. Note. Hier gibt es nur Noten. Auch wieder, wie es scheint, wo waren die ganzen Jiggies versteckt in dieser Welt. Nach oben bitte. Hui, sieh mal eine an. Sie haben schon Poster hier hängen. Erinnert irgendwie an Conkersberg Förder oder so. Zumindest das noch so ein Eichhörnchen. Was machst du hier oben? Und zack. Den hätte ich gerne. Die Honigwabe. Hier gibt es wieder Federn. Mir ist sicher bekannt, ob es hier eine Flugplatte gibt. Ich meine Mambo-Schädel, also gab es hier wieder nur ein paar Noten, wie es scheint. So, Achtung, hier ist hier gleich das Rohr. Ich habe das Gefühl, neben diesem Schwimmreifen ist dieses Gebiet, wo man zu dem schweren Teil kommt. Aber ich glaube, das war dieses Rohr vorne. Hier waren wir bereits gewesen. Wir erinnern uns. Das heißt, wir schauen uns mal auf den Rest des Schiffs um. Ansonsten müssen wir immer nach draußen gehen. Ja, ich weiß, du warst das, das uns angreift. Wir hören dich. Und zack, davon haben wir wieder Puppenzoll zu zahlen. Ich drücke die Taste, ich drücke sie auf jeden Fall und trotzdem triffst du mich. Hier, die Leiter gehen wir noch hinauf. Und schauen, ob sich hier irgendwas zu entdecken ist. Auf jeden Fall gibt es hier einen schmalen Steg. Einen wirklich schmalen Steg. Mit Scheißkamera. Okay, wir hatten noch schmalere Stege. Hier waren wieder ein paar Noten, nicht Jiggies. Hier geht's auch nur hoch. Da möchte ich jetzt nur hoch. Vielleicht finden wir ja noch etwas. Wo wir diesen Part abschließen müssen. Sieh meine an. Wir sind runtergefallen. Vielen Dank auch. Wieso hatten das... Oh, das mit dem Schnabelsprung regt mich wirklich fürchterlich auf. So, naja, dann machen wir hier jetzt Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.